So, hallo erstmal zu unserem Magic Mana Strike Gameplay Video von Netmarble. Mana Strike ist am besten vergleichbar mit Spielen wie Clash Royale. Ich starte hier auch direkt mal den Kampf. Also die Wartezeiten halten sich noch relativ gering. Gelobt, jetzt dauert es doch ein bisschen. Nee. I have conquered death, as I will conquer over you. I'm here to win. Also der größte Unterschied zu Clash oder anderen Spielen ist, dass man hier so einen Planeswalker hat, also so einen Hero. Ja, ansonsten ist es eigentlich nicht recht viel anders. Man hat hier Energieleiste und zieht seine Einheiten. Wann man seine Heroes spielt, sollte natürlich gut überlegt sein, weil man die nur dreimal pro Partie beschwören kann. As I will conquer over you. I'm here to win. This world is simple. Remember death. Okay, this is some hard. Dodge this! I'm not done here yet. Ja, am Ende gibt es natürlich dann doppelte Energie, was das andere Spiel auch kennt. Scheiße. Ah, okay, ich hab den Tower geholt, nice. Verteidigen. Scheiße. Oh, das wird eng. Ja, war klar, oder? Ah, der Hero von dem ist ganz stark. Meine Heroes alle verbraucht, ja. Ich glaube, das ist scheiße los. Ja, scheiße. Okay, das war jetzt mal eine interessante Partie, weil bisher hatte ich sonst immer nur Fallobst als Gegner. Ja, starten halt mal noch eine. Wäre ein bisschen blöd, ein Video aufzunehmen, wo ich nicht gewinne. Oh, okay. Ja, hier sieht man es auch. Also, wenn man jetzt mal guckt auf den Charakter, drei Stück.
dreimal verwendbar. Wenn dieser Mana Strike kommt, kann man, glaube ich, nochmal einen benutzen. Okay, das scheint gar nichts zu machen. Finde ich auch ein bisschen blöd. Meldet das Sigma. Ja, was auch interessant ist, ihr könnt Einheiten direkt bei euren Hero beschwören. Ja, okay, das war jetzt natürlich ein bisschen billig. Genau, also für Siege bekommt man dann hier immer Karten, das ist eigentlich ganz fair gelöst. Let's light it up. Ja, machen wir noch eins. Powers gibt's auch, also ja. Das ist nichts Neues, würde ich sagen. Also sie erfinden das Rad zumindest nicht neu mit dem Spiel. Ja, für drei so Embleme kriegt man dann immer hier so ein Kartenpack. So, schauen wir uns doch mal den Rest an. Das Wichtigste zuerst, schauen wir uns mal die Deckerstellung an. Wie soll ich sagen, die Karten sind teilweise immer dem Element von dem Hero davon abhängig. Also das ist jetzt hier zum Beispiel Feuer, da kann ich nur die Karten hier auswählen. Dann gibt es hier weißes Element, der, wenn man direkt zieht, der hat wieder ganz andere Karten. Es gibt insgesamt 5 Elemente. Manche Karten teilen sich auch die Elemente. Hier dieser mechanische Käfer zum Beispiel, den habe ich auch in meinem Deck, meinem Feuerdeck. Aber gerade so spezielle Einheiten sind eben von der Farbe abhängig. Was ich auch ganz cool finde, man kann sich die... die Einheiten immer genauer angucken und hier auch immer auf Vorschau geht. Die Heroes spielen sich auch alle unterschiedlich. Da wird einem auch immer direkt gezeigt, was sie können, was sie machen. Das, also das ist schon nice, das habe ich jetzt so in einem anderen Spiel bisher noch nicht so gesehen. Das gibt's
hier, es gibt ja einiges an Helden, die man noch freischalten und freispielen kann. Der hier zum Beispiel. Den gibt es nur im Season Pass aktuell. Ja, und das ist auch hier bei den Einheiten. Kann man sich auch vorher die Fähigkeiten angucken, was sie machen, wie sie funktionieren. Ja, und leveln tut man den natürlich auch, wie man es aus anderen Spielen her kennt. Mit Points, Karten sammeln, aufwerten. Das ist jetzt nichts Neues. Also ich könnte jetzt hier auch... Habe ich gerade in Verwendung. Aufwerten kann man die, soweit ich weiß, nicht. Ja, aber es gibt schon einige zum Freispielen. Also das sollte für jeden Spieltyp was dabei sein. Skins kann man sich auch freischalten. Aber soweit ich gesehen habe, auch nur im Season Pass. So, gucken wir uns das hier mal an. Das ist die Ranginfo. Es gibt immer eine Season. Und gibt es auch immer einen Haufen Boni. Also gibt es schon einiges zum Freispielen. Das sind halt dann quasi die Pokale oder sonstiges, wie man es halt nennen will, wie man es aus anderen Spielen kennt. Dann einen Season Pass gibt es auch, nennt sich Magic Pass. Oh, ich habe was freigeschalten. Bisschen blöd ist, man bekommt in einem Season Pass bloß, also nur über diesen Season Pass, diesen einen Hero hier. Aber ich kann das jetzt auch nicht hundertprozentig beurteilen, ob der jetzt overpowered ist oder nicht. Oder ob der nach der Season dann nur für Premium kaufbar ist, das weiß man jetzt natürlich auch nicht. Also der würde jetzt hier 790 Kristalle kosten, der Pass. Das wären 600. Ja. Ja, also so 8, 9 Euro circa. Muss man natürlich dann selber wissen, ob das einem wert ist. Hier sieht man auch. Was man für Skins? Die Skins bekommt man eben durch den Season Pass. Und das sieht man mal hier. Gibt's natürlich für Season Pass, wenn man den kauft, gibt's natürlich schon noch einiges bessere Belohnungen. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als spielentscheidend einstufen. Weil man so trotzdem auch einen Haufen Belohnungen kriegt, auch als Freegamer. Also, ich denke mal, daran sollte es nicht scheitern, wenn man vorhat, das Spiel ernsthaft zu spielen. Schauen wir noch kurz an, es gibt auch Teamfunktionen, also Clan oder wie man es nennen will eben. Hier kann man dann Freundschaftsspiele machen und Karten tauschen. Gucken wir noch mal kurz in den Shop. Ja, es gibt hier auch, wie aus anderen MOBA-Games eben, ein paar Pakete hier. Hauptsächlich Skin-Pakete. Beziehungsweise Emojis. Emojis, sagt man das so? Keine Ahnung. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, hier halt Coins und ein paar Karten, ja. Täglichen Shop gibt's auch mit Karten und Packs.
Kann man sich hier auch kaufen. Der schaut ja böse aus. Warte. Ah, okay, das ist Gebäudeeinheit. Ja, Planeswalker kann man sich natürlich auch kaufen. Schaltet man dann über die Ränge frei. Und die kosten 30.000 Coins, also da muss man schon ordentlich spielen und sparen, dass man sich die dann kaufen kann. Aber es sind hier, bis auf den einen jetzt aus dem Season Pass, habe ich gesehen, kann man sich bisher eigentlich alle freischalten. Oh, die werden sogar billiger. Echt klar. Also ist dann auch kein Pay-to-Win, sondern wenn man es genau nimmt, ist es dann eher so ein Pay-to-Progress. Man kann sich natürlich auch Gold direkt kaufen über diese Juwelen, die Ingame-Währung. Ja, und hier sieht man nochmal die Juwelen. Also, das ist, wie man es aus anderen Spielen her kennt eigentlich. Ja, an der Stelle gibt es dann eigentlich auch nicht mehr wirklich noch was zu zeigen. Die Events habe ich jetzt leider noch nicht freigeschalten, aber ich schätze mal, die werden auch vielen anderen Spielen sein. Also man wird halt ein paar Booster oder ein paar Packages freischalten oder freispielen können. Also das sollte jetzt nichts Spielentscheidendes sein. Das dreht sich ja hauptsächlich dann eh nur um die Ranglistenspiele und der Kampf. Ja, an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir natürlich wie immer einen Kommentar hinterlassen, wieso und weshalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.